Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Heute will ich euch einen Erfolg näher bringen und euch vor allem den Standort für diesen Erfolg zeigen. Und zwar heißt der Erfolg Schrecken der Kreid. Dieser Erfolg gehört zur lebendigen Geschichte des Updates Turm der Albsträume. Und für diesen Erfolg müssen wir 3 Kreidhexen töten. Nicht irgendwelche Hexen, sondern es gibt einige Voraussetzungen. Erstens Kessex-Hügel, Baumgrenzenfälle oder, beziehungsweise eigentlich und, weil man muss alle 3 Gebiete besuchen, Kaledonwald. Und dann geht es eigentlich nicht darum, dass man diese Monsterart besiegt, sondern dass man das Event mitmacht. Das heißt, in den Baumgrenzenfällen werdet ihr dann eh hören, da gibt es das Problem, dass der Champion vorher spawnt, bevor das Event eigentlich anfängt, und wenn man ihn zu schnell tötet oder vorzeitig aggrot, dann kann es sein, dass man es versaut hat und dann längere Zeit warten muss. Bis zu 2 Stunden teilweise, was irrsinnig ist. Gut, hier haben wir die erste Hexe, Kessex-Hügel, wie ihr unten links lesen könnt. Und die ist einfach da unten drin, wo es auch die Obelisk-Scherbe gibt. Das Schöne dabei ist, dass man sowieso in dem Gebiet meistens abhängt und das Ganze macht. Und sobald ihr hört, dass die Hexe da ist, beeilt euch dorthin. Denn es kann sein, dass ihr ein bisschen länger warten müsst. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Timer für die hier ist, aber ihr müsst einfach eine Zeit lang warten und dann sollte sie spawnen. Baumgrenzenfälle sieht ein bisschen anders aus. Es gibt einige Events, die als Pre-Events markiert werden, vor allem im Wiki steht da auch einiges. Aber um ehrlich zu sein, viele wissen auch nicht genau, wie es zu machen ist. Die meisten werden euch sagen, ihr müsst einfach warten. Ich habe von einigen gehört, dass sie über eine Stunde gewartet haben, bis diese Hexe gespawnt ist. Ich habe sie persönlich auch auf einem anderen Server gemacht, weil auf meinem Server auf Flussufer habe ich es versäumt. Also bin ich einfach auf Ring of Fire gegangen. Oder heißt er überhaupt Ring of Fire? Jedenfalls ein englischer Server, EU-Server. Und da haben wir einfach mit so einer ganz kleinen Truppe das gemacht. War eigentlich nicht wirklich schwer. Diese Hexen können halt Gift und Verwirrung verursachen und Blutung und dann auch noch Diener beschwören. Also diese ersten 2 Hexen, die ich euch hier vorgestellt habe, die sollten nach einer gewissen Zeit spawnen. Bei der dritten Hexe haben wir eher ein anderes Problem. Aber bei dieser zweiten Hexe, auch noch als Anmerkung, müsst ihr ganz nach oben auf den Turm, den ich euch hier gezeigt habe, also in den Baumgrenzenfelder. Denn dort oben spawnt sie und wartet auf euch. Wenn ihr sie besiegt habt, gibt es auch eine Kiste, oder eine Truhe besser gesagt, also lootet diese auch. Vergesst nicht auf sie, weil wozu sollte man einem geschenkten Gaul ins Maul schauen, wenn er da schon ist? Also einfach mitnehmen. Ja, sie hält doch ein bisschen mehr aus als die anderen, muss ich schon auch zugeben. Es ist recht interessant, dass man sieht, dass Champions ein bisschen mehr aushalten können als sonst. Ja, sobald wir das gemacht haben, können wir eigentlich dann in den Kaledonwald gehen. Da habe ich auch zuerst gedacht, dass das Ganze eher weiter im Norden wäre, bei dem Bau. Aber nein, das ist im Süden. Und zwar gibt es, wenn ich jetzt die Map gleich öffne, südlich von dieser Wegmarke, gibt es halt ein Gebiet, in dem die Pre-Quest stattfindet, oder das Pre-Event, das Vor-Event. Und da müsst ihr diesen kleinen NPC begleiten. Also heißt es, ihr müsst einige Pre-Events machen und eine Zeit lang warten. Und dann sollte diese in diesem Dörfchen hierher kommen. Und dann kann man die Hexe aufdecken mit dieser Spucke. Oder diesen Fähigkeiten, die man hat. Da ist sie. Bei den Baumgrenzenfällen, dadurch, dass das halt ein bisschen länger dauert, bis das Event als Event markiert wird, wartet erstens, dass es wirklich markiert wird. Und wartet drauf, wenn ihr wirklich dabei seid, wenn die Hexe spawnt, dass sie auch rumschreit. Sobald sie rumgeschrien hat, könnt ihr sie eigentlich attackieren und fertig machen. Versäut euch nicht an Erfolg, seid lieber ein bisschen geduldiger und macht es ordentlich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Das sind alle 3 Hexen. Viel ist nicht dabei, außer dass ihr ein bisschen warten müsst und Geduld haben müsst. Und es ist sehr simpel, solange genug Leute da sind. Solo ist es recht hart, ist es nicht ganz leicht. Von daher, fragt im Kartenchat, sind da Leute da? Wann war die letzte Hexe da oder wird die bald kommen? Hat jemand eine Ahnung? Ist sie schon da? Wenn ja, dann macht euch so schnell wie möglich auf den Weg dorthin. Ihr könnt ausloggen, wieder einloggen in 30 Minuten Abständen, so habe ich es gemacht. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Ganzen. Bis zum nächsten Mal.